Ja, hier ist Matthias, hallo. Ah, Matthias. Ich hatte euch geschrieben, dieser Geschichte, dass ich gelesen hatte bei euch, dass man konvertieren kann übers Telefon und also, ja, in der Richtung habe ich da was gelesen. Ja, und du bist bereit? Ja, also ich beschäftige mich eigentlich schon länger damit. Habe einen Koran geschenkt bekommen von Kollegen und habe dann angefangen, da drin zu lesen. Und ich bin halt religionslos. Ja, also ich habe keine Religion und bin eigentlich der Meinung, dass meinen entspricht. Was ich nie konnte, ist in eine Moschee gehen und dort fragen. Also das könnte ich nicht machen. Aber du hast dich mit dem Koran beschäftigt. Ich habe da drin schon gelesen, habe verschiedene Suren auch schon gelesen. Ja? Also das habe ich schon gemacht. Und also dein Herz sagt dir, das ist die Wahrheit. Ich denke, dass es meine Religion ist. Ja, also das glaube ich schon. Ja, Alhamdulillah. Dann fangen wir mit dem Glaubensbekenntnis an. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Ilaha la. Illa Allah. Illa la. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasul. Rasul. Allah. Allah. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Gott gibt. Und ich bezeuge, dass Mohammed Gesandter Gottes ist. Richtig. Also das ist die Bedeutung. Ja. Ja, also Alhamdulillah, jetzt bist du offiziell ein Muslim. Jetzt bist du ein gottergebener Mensch. Ja, also ich fühle mich gut dabei. Alhamdulillah. Was soll ich sagen? Eine Frage, darf ich dich unterbrechen? Ja, bitte. Es ist ja nun schwierig, in Arabisch zu beten. Man muss es aber irgendwie lernen, oder? Also anders geht es ja nicht. Am Anfang kannst du auch von einem Zettel ablesen. Ja, das würde ich auch machen, weil also das, sicherlich wird das nicht so schnell gehen, also das ist klar. Ja, also es ist schon, aber im Aussprechen, das ist schon schwierig. Man muss es üben, denke ich. Also man muss es wirklich die Aussprache üben. Wie alt bist du, Bruder? 44. 24. 44? 44? Ja. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Ja, jetzt, also möge Allah dir die höchste Stufe im Paradies geben. Du hast gerade den Islam angenommen, die einzig wahre Religion des allmächtigen Gottes. Ja. Und also möge Allah dir die Kraft geben und die Zufriedenheit im Herzen geben und dein Herz stärken in dieser Religion. Wenn was ist, kannst du uns immer anrufen. Aber ich habe einen relativ christlichen Namen und ich habe gelesen, viele deutsche Konvertiten nehmen ja auch immer noch einen Arabischen dazu, man auch erkennt, also Muslim und kann man da irgendeinen Namen annehmen oder wie geht es? Wie ist das mit dem Namen Abdullah? Ja gut, ja. Abdullah, der Diener Allahs. Also der Diener Gottes sozusagen. Der Diener Gottes, ja. Finde ich schön, ja. Und das ist der beste Name überhaupt. Ah ja. Denn nicht jeder hat es verdient, Diener Gottes zu sein. Es gibt Milliarden von Menschen, die dem Satan dienen. Aha. Und Diener Gottes zu sein, das ist eine große Ehre. Denn der Prophet Muhammad a.s. hat immer gesagt, rühmt mich nicht, wie die Christen Jesus gerühmt haben und dadurch sind die Kuffar Ungläubige geworden. Aha. Ich bin Allahs Diener, nennt mich Allahs Diener. Das heißt Abdullah. Ja, und dann dieser Name passt. Können wir kurz nochmal über diese fünf Säulen sprechen? Ja. Also ich glaube, eine Säule ist ja auch diese Reise nach Mekka. Also die Säulen des Islams sind fünf und das sind Säulen. Ja. Also stell dir vor, du baust ein Haus. Ja. Und du fängst an mit den Säulen. Die Säulen sind Träger. Mhm. Also die Säulen des Islams sind fünf. Das Glaubensbekenntnis, das hast du gerade abgelegt. Ja, ja. Die fünftägige Gebete zu verrichten. Ja. Die Almosensteuer. Mhm. Also 2,5%
von deinem Vermögen an die armen Menschen direkt abführen. Und wie mache ich das dann? Ja, du musst... Wende ich das irgendwie... ich wohne ja hier in Mannheim. Mm. Ja, hier gibt es ja Moscheen, also... Nein, du sollst das nicht zu einer Moschee geben. Nicht? Nein, sondern direkt zu den armen Leuten. Mhm. Weil das ist deine Pflicht als Muslim, die armen Menschen zu unterstützen. Das ist ein Befehl von Allah. Einfach die Summe, sage ich mal, jetzt auf Seite legen und such dir arme Leute aus, die das verdient haben und gib ihnen das Geld direkt ab. Die dritte Säule ist der Fastenmonat Ramadan. Ja, das weiß ich, das kenne ich. Man fastet im wahrsten Sinne des Wortes, ist nicht nur Essen Stopp, sondern alle Sinne fasten auch. Ich habe einen türkischen Arbeitskollegen, dadurch weiß ich das Ganze. Also ich weiß ungefähr wann und wie und also das, ja. Ja, wunderbar. Also die fünfte Säule ist die Pilgerfahrt. Ja. Dass man zu Hause Allahs in Mekka pilgert. Einmal im Leben, wenn man die Mittel dafür hat. Ja. Das sind die Säulen des Islam. Ja. Gebote im Koran sind massig. Also es ist nicht nur 10 Gebote wie beim Bibel, Christentum. Ja, ja. Wir haben mehr als 1000 Gebote. Ja. Deshalb muss man den Koran komplett lesen und die Sunna des Propheten auch lesen. Also Koran versteht sich als direktes Wort des allmächtigen Gottes für dich und für mich und für alle Menschen. Ja. Die Sunna des Propheten, das sind die authentische Überlieferung von dem Prophet Muhammad a.s. Das ist die Praxis vom Koran. Mhm. Wie du Allah dienst, wie du betest, wie du fastest, wie du spendest, wie du dich benimmst gegenüber den Menschen. Ja. Also die Sunna ist vergleichbar mit der Bibel. Mhm. Das Evangelium existiert nicht mehr. Das Evangelium bei den Christen ist Gottes Wort. Das ist schon verschwunden. Ja. Sie haben nur die Bibel. Die Bibel ist vergleichbar mit der Sunna des Propheten Muhammad a.s. Wie Jesus a.s. gebetet hat, was er verpflichtet hat, den Menschen zu tun und so weiter. Ja. Aber wie gesagt, der Koran versteht sich direkt als offenbartes Wort des allmächtigen Gottes für die gesamte Menschheit. Ja. Deshalb fängt der Koran immer an mit im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Mhm. Bei der Bibel siehst du immer Matthias, Markus, das sind Menschen, die dieses Buch geschrieben haben. Ja. Koran ist ganz anders. Koran fängt direkt im Namen Allahs. Das heißt, dein Schöpfer spricht zu dir. Ja. Wichtig ist, dass du unbedingt den Koran liest. Jeden Tag versuch mal 5, 6, 10 Versen zu lesen, über die Bedeutung nachdenken. Ja. Und parallel auch die Sunna des Propheten, weil die Sunna auch den Koran erklärt. Ja. Parallel lesen. In einem Jahr hast du inshallah den gesamten Koran komplett gelesen. Die Sunna des Propheten komplett gelesen, dann brauchst du eigentlich kein Wissen von einem anderen Mensch zu nehmen. Mhm. Okay. Ja, das ist eigentlich alles. Jo. Und ja. Wenn ich jetzt Fragen habe, ja, kann ich dich dann anrufen oder? Ja, kannst du uns, ja? Kannst du immer uns anrufen. Wir sind dein Brüder. Ja. Und wir freuen uns sehr auf dich. Ja. Am Anfang vielleicht wirst du Schwierigkeiten haben, aber bitte immer anrufen. Mhm. Und jetzt ab sofort heißt du Abdullah, Diener Allahs. Okay.